Es schmeckt zwar ganz lecker. Jo Leute, willkommen zu meinem Video. Und heute testen wir die Giotto Momenti Strohwaffel. Ja, ich bin damit relativ spät dran, liege aber auch daran, dass ich eigentlich gar nicht testen wollte. Ich wurde aber gebeten, es zu testen und deswegen habe ich mich dazu entschieden, es natürlich doch zu machen. Nice. Auch wenn ich eigentlich es nicht unbedingt testen wollte. Aber ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Kurz zu Giotto allgemein. Also ganz normales Giotto. Ich finde es nicht eklig, aber ist aber auch nichts, wo ich in den Supermarkt gehe und mir denke, heute kaufst du dir mal Giotto. Nö. Weiß nicht, war nie so das Ding, aber eklig finde ich es auch nicht. Ich habe mich jetzt aber auch ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht mit dem beschäftigt, weil ich noch einfach, ja, nicht testen wollte. Das ist eine absolute Frechheit. Aber wir können mal schauen, was hier drauf steht. Hier steht drauf, gefüllte Gebäckspezialität mit feiner Milchcreme mit Sirupwaffelgeschmack und Keksgranulat mit Karamellgeschmack. So gesehen klingt es erstmal echt lecker. Definitiv. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es vielleicht sogar schon mal probiert. Wir haben jetzt hier so eine Giotto-Stange. Also ich konnte leider nur so ein Viererpack kaufen. Vier Stangen mit jeweils, ich glaube, 9 Stück sind da drin. Ja genau, 9 Giotto steht hier drauf. Ich öffne es mal. Man kennt diese ganz normalen Giotto-Kugeln vom Aussehen her. Ich habe jetzt schon lange kein Giotto mehr gegessen. Ich glaube, die sehen genauso aus. Nein, ich denke nicht. Ich probiere es einfach mal. Überraschend lecker. Aber trotzdem finde ich halt es auch kein Highlight. Also ich glaube, ich wäre nicht böse gewesen, wenn ich das nicht getestet hätte. Es schmeckt zwar ganz lecker, aber irgendwie catcht mich das überhaupt nicht. Mal kurz zur Geschmackserklärung. Es schmeckt sehr süß auf jeden Fall. Man schmeckt die Milchcreme, man schmeckt Karamell. Ich würde sagen, man schmeckt auch ein bisschen Honig. Wahrscheinlich durch diese Sirupwaffel. Ja, es ist okay. Auch eigentlich nicht schlecht, aber ich kann hier nicht mehr als 7 Sterne geben, da ich einfach kein Highlight finde. Ich meine, man kann es essen, wie gesagt, aber ich glaube, nochmal kaufen würde ich mir jetzt nicht. Nö. Aber sie sind nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Also wenn ihr mal andere Giottos ausprobieren wollt, könnt ihr es hiermit gerne machen. Von mir kriegt es zwar schon eine Empfehlung, trotzdem, mich catcht es irgendwie überhaupt nicht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. 7 Sterne, ganz lecker, aber kein Highlight. Trotzdem erfülle ich natürlich gerne Zuschauerwünsche, deswegen habe ich den jetzt auch mal getestet. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr mir das Video einen Daumen nach oben da. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.